Moinsen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Top Kills des Monats aus Guns of Boom. Aus Zeitgründen habe ich es über Silvester leider nicht geschafft, für Anfang Januar eine neue Folge zu produzieren. Aber jetzt ist es ja wieder soweit und bitte sendet mir für die nächste Folge weitere Guns of Boom Gameplays von euch zu. Alle Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit Platz 5. Auf Platz 5 sehen wir einen schönen Dreier-Sniper-Kopfschuss-Kill von dem Spieler der Knaller. Auf Platz 4 sehen wir einen ziemlich schnellen Vierer-Kill des Spielers Your Death und sein Movement erinnert mich dabei irgendwie ein wenig an Balletttanzen. Auf dem dritten Platz ist der Spieler Luis Thamara, wenn ich das richtig ausspreche, mit einer 6er Killstreak gelandet. Er kombiniert hier sinnvoll verschiedene Waffen, wie seine Sprinter-Sniper, seinem Sturmgewehr Gießkanne, die Renegade-Shotgun sowie einer aufgehobenen Sniper. Auf Platz 2 sehen wir den Spieler Showtime mit einem Unstoppable auf der Map Militärlagerhaus. Das Gameplay ist echt gut geworden, aber diese Map ist auch wirklich gemein, wenn man die Gegner zurückdrängt und dann vor dem Spawn der Gegner wartet. Nichtsdestotrotz ist es ein wirklich schönes Gameplay geworden und verdient auf Platz 2. Auf Platz 1 sehen wir ein Gameplay des Spielers X-Chronix oder einfach nur Chronix, das mich sehr an mein letztes Gameplay im Handgemenge Große Knarren erinnert, denn in diesem Handgemenge ist es wirklich extrem fies, wenn man die Gegner auf der Map Militärlagerhaus direkt in ihrem Spawn mit dem Granatwerfer Vulkan abballert, aber ich verurteile das nicht, ich mach's ja genauso und mir persönlich macht es auf jeden Fall Spaß. Insgesamt hat der Spieler X-Chronix oder Chronix 22 Kills in Folge geschafft, ohne zu sterben. Zwei davon sind mit seinem MG am Anfang und der Rest mit dem Vulkangranatwerfer. Von daher gibt's von mir Platz 1 und ich wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Clip.
So Leute, das war es mal wieder mit den Top Kills des Monats. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und bitte schickt mir weitere Guns of Boom Gameplays von euch zu. Alle Details dazu unten in der Videobeschreibung. Ich sage hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.